Die Bewohner der Stadt bereiten sich auf den Prozess gegen Alter Bär vor. Sie sind sicher, dass der Indianer zum Tode verurteilt werden wird. Entsprechend ist die Stimmung unter den Männern, Frauen und Kindern der Stadt. Denn noch immer gilt das Wort: Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Ja! Zieh hoch damit! Fester, fester! Muss oben sein! Ja! Ja! Höher, höher! Ja, geht schon! Ja, noch ein bisschen! Ja, jetzt geht's! Jetzt ja, ja, fester! Ja, so toll! Wilde Bande! Versuchen, meinen Holzindianer aufzuhängen! Dabei gibt es doch echte, die auf der Straße rumlaufen! Reg dich nicht auf, lass doch die Jungs. Sie müssen es doch mal lernen. Ach, na, Marshall, wie gefällt Ihnen das? Das ist eine Probe für morgen. Die Leute hier finden das sehr komisch, was? Winnetou, ein Langmesser. Er will uns einsperren, wie alter Bär. Oh, ruhige dich, kleiner Bruder. Es ist der Soldat aus dem Fort. Okay, Winnetou. Sie wissen meinen Namen, Lieutenant? Vincent, Nalin und Peter haben mir im Fort viel von dir erzählt. Peter? Ich habe dich gestern gesehen, als du mit alter Bär gesprochen hast. Ich habe sie gestern auch gesehen. Sie haben einen Greis bewacht, den man in einen Käfig gesperrt hat wie ein wildes Tier. Ich komme als Freund, Winnetou. In ein paar Stunden steht dieser alte Mann vor Gericht. Nach unserem Gesetz hat jeder Beschuldigte das Recht auf einen Verteidiger, der ihn vor Gericht vertritt. Ich werde den verteidigen, der wie ein Vater zu mir war. Nein, ich werde im Namen des Häuptlings der Arapahos sprechen. Sie? Ein Bleichgesicht? Sie haben vor, im Namen von alter Bär zu sprechen? Was wissen Sie überhaupt von ihm? Und was wissen Sie von uns? Von uns, den Söhnen der Sonne, der weiten Prärien und der Freiheit. Ich spreche Ihre Sprache, Lieutenant. Aber in Ihrer Sprache gibt es Worte, deren Bedeutung Sie nicht mehr begreifen. Ich werde sprechen, Winnetou. So will es das Gesetz. Da ist nichts zu machen. Und die weißen Geschworenen werden auf mich hören. Weil Sie ein Bleichgesicht sind. Ja, aber das Gesetz erlaubt es auch, Zeugen aufzurufen. Dich, Winnetou, zum Beispiel. Um alter Bär zu entlasten. Seien Sie vorsichtig. Meine Worte werden nicht gut sein für die Bleichgesichter. Ich weiß, aber ich erwarte, dass du die Wahrheit sagst.